Wenn es neue Infos über das deutsche Assassin's Creed gibt und erste Leute, die Switch 2 fühlen durften, dann ist es Zeit für einen Besuch in der PC Games Gerüchteküche. Hier servieren wir euch jede Woche das neueste Gerede der Gaming-Branche und schauen, ist da wirklich was durchgesickert? Ist es mit Vorsicht zu genießen? Oder labert jemand einfach nur Quatsch? Lasst uns gerne ein Abo da, so seid ihr auch nächste Woche Dienstag direkt wieder mit dabei. Du brauchst einen neuen Gaming-PC, möchtest aber nicht selber schrauben? Wir bei Krotus Computer fertigen hochwertige Gaming-PCs mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten und individueller Beratung zu fairen Preisen. Schau einfach mal auf unsere Website vorbei. Diese Woche starten wir mal mit Ubisoft. Es gibt nämlich neue Infos zum kommenden Assassin's Creed Hexe. Bei Assassin's Creed ist ja eine ganze Menge im Anflug. Nachdem wir letztes Jahr einen etwas oldschooligeren Ableger mit Mirage und einen VR-Ableger mit Nexus hatten, wird es dieses Jahr mal wieder Zeit für ein großes Abenteuer. Codename Red wird der Japan-Ableger, den sich schon so viele gewünscht haben, und es ist sehr wahrscheinlich, dass er Ende des Jahres erscheinen wird. Allerdings soll es darum heute nicht gehen. Wir schauen noch etwas weiter in die Zukunft zu Codename Hexe. Dieses Projekt wurde ebenfalls bereits vor einiger Zeit angekündigt, allerdings nur mit einem sehr kryptischen Teaser. Der deutet darauf hin, dass Hexe in Deutschland zur Zeit der Hexenverfolgung spielt. Außerdem scheint man einen düsteren Ansatz zu wählen. Hier kommt jetzt auch Tom Henderson ins Spiel. Der Insider bringt einen ganzen Schwall an neuen Infos zu Codename Hexe. So soll Hexe nach dem groß angelegten Codename Red wieder eine sehr viel linearere Geschichte erzählen in einer kompakteren Open World, die sich an den früheren Teilen der Serie orientiert, ähnlich zu Mirage. Es wird eine weibliche Protagonistin sein, die angeblich den Namen Elsa tragen wird. Ähnliches wurde schon vor ein paar Wochen von anderen Stellen angedeutet. Elsa soll wohl auch übernatürliche Fähigkeiten haben, was natürlich auch zum Setting der Hexenverfolgung passen würde. Laut Tom Henderson habe er eine Szene gesehen, in der Elsa die Kontrolle über eine Katze hatte und so Wachen ablenken konnte. Das wiederum verhalf ihr zur Flucht. Er berichtet außerdem, dass das Angstsystem aus einem der DLCs für Assassin's Creed Syndicate zurückkommen wird. Damit kann man in Syndicate Menschen mit Rauchbomben und extra brutalen Kills in Angst und Schrecken versetzen. Damit kann man dann Feinde verunsichern oder sogar verjagen. Allerdings ist Hexe noch ein gutes Stück weit weg. 2026 ist aktuell angedacht, da kann sich aber natürlich noch was ändern. Tom Henderson ist einer der am besten informierten Insider der Branche. Nichtsdestotrotz ist das Ganze natürlich nicht bestätigt, genießt es also noch mit einer kleinen Portion Vorsicht. Für alle Zombie-Freunde gibt es diese Woche gemischte Neuigkeiten, nämlich mit einer Verschiebung, aber einem Vorzug. Resident Evil schwimmt ja seit einigen Jahren wieder sehr auf der Erfolgswelle. Mit Resident Evil 7 hat man eine neue Perspektive für die Hauptreihe gefunden und mit den Remakes von 2, 3 und 4 spendierte man den Ursprungsteilen sehr gelungene Neuauflagen. Das führte auch dazu, dass uns Resident Evil in der jüngeren Vergangenheit fast jährlich irgendwie irgendwo über den Weg lief. Capcom hält die Serie sehr kontinuierlich heiß. Aber dieses Jahr scheint dieser Plan wohl nicht mehr ganz aufzugehen. Es sieht so aus, als könnten Resi-Fans in diesem Jahr leer ausgehen. Das berichtet zumindest der bekannte Insider Dusk Golem. Der Kollege ist vor allem im Capcom-Universum beheimatet und konnte dort schon einige Treffer landen. Laut ihm war es geplant, dieses Jahr den Nachfolger von Village, also Resident Evil 9, anzukündigen. Für den Release hatte man aber 2025 ins Auge gefasst. Das wird allerdings wohl nichts. Resi 9 soll intern verschoben worden sein. Dafür könnte aber ein ganz anderes und unerwartetes Resi-Spiel vorgezogen werden. Was das ist, da hüllt sich der Kollege in Schweigen. Ganz allgemein ist er aber auch wirklich sehr vorsichtig in seinen Aussagen. Nichtsdestotrotz kennt sich Dusk Golem aus in seinem Metier. So konnte er bereits weit vor Release von Resident Evil 8 eine Menge Story-Details enthüllen. Trotzdem gilt auch hier, genießt dieses Gerücht mit Vorsicht. Fallout ist ja gerade in aller Munde. Die hervorragende Serie von Amazon wird von Kritikern und Zuschauern gefeiert. Das wirkt sich auch auf die Spieler aus, die haben nämlich einen ordentlichen Push bekommen und eine Menge Spieler finden zurück. Vor allem Fallout 4 und sogar Fallout 76 haben einen massiven Spieleranstieg verzeichnet. Allerdings ist das natürlich auch eher eine Ersatzlösung. Viele Spieler würden sich schließlich lieber endlich mal ein Fallout 5 wünschen. Da sieht es aber noch ziemlich schlecht aus.
Ein neues Fallout wurde tatsächlich mal in einem Interview bestätigt. Allerdings steht bei Bethesda jetzt erstmal Elder Scrolls 6 an. Das startet ja jetzt offiziell in die Vollproduktion, während Starfield langsam abgewickelt wird. Ein neues Fallout wäre also erst danach dran. 2030 oder sogar später ist da realistisch. Das alles ist nicht nur ein ganz schöner Dämpfer für Fans, die sich ein neues Fallout wünschen. Auch Microsoft ist da jetzt kein so großer Fan von, wie Jess Corden erklärt hat. Microsoft ist bewusst, dass Fallout gerade einen enormen Boost in Beliebtheit bekommen hat und würde ein neues Fallout-Spiel deswegen lieber früher als später sehen. Daher versucht man wohl gerade Wege zu finden, wie man den Prozess beschleunigen kann. Und das würde eigentlich immer bedeuten, dass man ein anderes Studio mit der Arbeit beauftragt. Genug davon gibt's ja jetzt bei Microsoft. Da fragt man sich doch, was Josh Sawyer, Lead-Designer bei Obsidian und vor allem Lead-Designer von Fallout New Vegas nach seinem Herzensprojekt Pentiment eigentlich gerade so treibt. Vielleicht haben er und sein Team ja ein bisschen Zeit. Egal, wie es intern bei Microsoft gelöst wird, ein neues Fallout ist trotzdem noch ziemlich weit weg. Möglicherweise sorgt Microsoft aber dafür, dass wir nicht alle bis zur Rente auf Fallout 5 warten müssen. Jess Corden ist stark im Microsoft-Kosmos verankert und hatte schon einige korrekte Vorhersagen in der Vergangenheit, aber auch schon mal die ein oder andere Niete. Genießt das also noch mit Vorsicht. Wüstenfreunde, hergehört, es geht auf den Wüstenplaneten. Es sind nämlich Screenshots von Dune Awakening aufgetaucht. Das ist ja das große MMO-Projekt von Funcom, das auf der Hype-Welle der Dune-Filme mitschwimmen will. Wer das Projekt verfolgt, wird sich aber vermutlich jetzt fragen, Moment mal, es gab doch schon Gameplay aus dem Spiel, warum kommt der jetzt hier mit Screenshots? Naja, das offizielle Gameplay, das gezeigt wurde vor ein paar Wochen, war eher auf Style ausgelegt. Es gab beispielsweise kein HUD und kein Interface zu sehen. Das ist bei den geleakten Screenshots anders. So sieht man beispielsweise Lebensanzeige und die Survival-Messwerte, allen voran der Durst, der eine ganz eigene Leiste bekommt. Ein Kompass am oberen Rand und die aktuelle Mission oben links sind Standard. Spannend ist eine Temperaturanzeige, während man auf einem Fahrzeug unterwegs ist. Offenbar muss man auf seine eigene oder die Betriebstemperatur des Fahrzeugs achten. In einem weiteren Screenshot sieht man außerdem den Skilltree, wo gerade eine Fähigkeit ausgewählt ist, die mehr Infos über Gegner liefert. Außerdem bekommen wir einen kleinen Einblick in den Basenbau, der mit seinen Listenmenüs zurzeit noch sehr an Fallout 4 erinnert. Zu guter Letzt gibt es noch Screenshots vom Charaktereditor, in dem man relativ detailliert sein Aussehen verändern kann. Es wird vermutet, dass Dune Awakening noch dieses Jahr erscheinen soll. Erste Beta-Tests wurden bereits durchgeführt, das spricht dafür. Vermutlich werden wir wohl zum Summer Game Fest mehr erfahren. Die geleakten Screenshots sind aber schon mal ein erster Appetizer. Für Fantasy-Fans gibt's ebenfalls erfreuliche Nachrichten. Angeblich soll nämlich ein Spiel im Game of Thrones-Setting in Entwicklung sein. Trotz des Endes der offiziellen Serie, und ja, das kann man doppeldeutig sehen, ist das Fantasy-Universum ja noch lange nicht tot. House of the Dragon konnte letztes Jahr richtig abräumen und den Hype weiterziehen. Mitte Juni soll da jetzt auch die zweite Staffel anlaufen. Spieletechnisch sah es aber immer ziemlich düster aus. Ganz am Anfang, 2012, gab es mal ein paar Versuche, größere Spiele zu machen. Ein dürftiges Strategiespiel und ein dürftiges Rollenspiel sind dabei rausgekommen. Telltale hat sich mit dem halbwegs erfolgreichen Adventure auch mal dran versucht, aber dann hört es auch langsam wieder auf, der Rest sind Handy- oder Browserspiele. Dabei bietet die Welt von Game of Thrones so viel Potenzial und es ist echt überraschend, dass sich dem niemand so richtig angenommen hat. Also zumindest bis jetzt. Denn zumindest für Fans von MMORPGs könnte es bald Erlösung geben. Die Website RedanianIntelligence.com, die sich ausschließlich auf News zu The Witcher, Herr der Ringe und Game of Thrones spezialisiert hat, berichtet, dass sie aus eigenen Quellen erfahren haben, dass ein Online-Rollenspiel rund um Game of Thrones entsteht. Entwickelt wird es wohl beim südkoreanischen Studio Nexon. Angesiedelt ist es zwischen Staffel 4 und 5 von Game of Thrones. Roose Bolton ist also schon der Wächter des Nordens und Jon Snow sitzt mit Sam noch an der Mauer. Dementsprechend wird das Spiel auch eher in diesem Areal spielen und nicht in Richtung Dorne abdriften oder so. Man wird sich aussuchen können, ob man einen weiblichen oder männlichen Charakter spielt und ähnlich wie in Assassin's Creed Odyssey spielt der, den man nicht spielt, noch eine Rolle in der Story. Wo und wann geht aus dem Bericht nicht hervor. 2025, 26 oder sogar noch später wird da in den Raum geworfen. RedanianIntelligence.com ist uns hier zum ersten Mal mit eigenen Leaks aufgefallen, da sie sich sonst auf TV und Filme konzentrieren. Genießt es also noch mit einer guten Portion Vorsicht. Und zum Schluss haben wir noch eine richtige
Räuberpistole für euch. Und die wird uns heute von Nintendo erzählt. Es geht natürlich um die Switch 2. Da prasselten vor allem letztes Jahr fast im Wochentakt neue, kleine und große Gerüchte und Leaks auf die Spielerschaft ein. Gefühlt jedes Detail von Nintendos neuer Konsole wurde bereits irgendwie behandelt. Dabei hat Nintendo selbst noch genau gar nichts zu einer Folgekonsole gesagt. Nicht mal ein kleiner Teaser. Und offenbar geben sie auch zu ihren Partnern und Zulieferern die Informationen nur sehr spärlich heraus. Sie sind sogar so vorsichtig, dass sie die Konsole auch wirklich niemandem zeigen, dass Partner die Prototypen angeblich nur anfassen, aber nicht anschauen dürfen. Das sagt zumindest die spanische Gaming-Website Vandal. So sollen Zulieferer für Zubehör von Nintendo die Möglichkeit bekommen haben, das neue Gerät bereits anzufassen. Und das meinen wir genau so. Angeblich hat Nintendo die neue Konsole in eine blickdichte Kiste gesteckt und man durfte nur mit den Händen in die Box fassen und das neue Gerät fühlen, damit sie so die Maße und das Design zumindest auf diese Weise verstehen. Das Aussehen bleibt aber strikt unter Verschluss. Trotzdem bieten sich dadurch spannende Infos. So sollen die Joy-Cons nämlich nicht mehr mit einer Schiene am Gerät festgemacht werden, sondern einfach magnetisch dran geklickt werden. Die Konsole wird wohl etwas größer als die originale Switch, aber nicht ganz so fett wie ein Steam Deck. Ja, was sollen wir sagen? Die ganze Geschichte hört sich schon sehr, sehr abenteuerlich an. Wenn allerdings wirklich ein Hersteller so eine Nummer abziehen würde, dann würden wir das am ehesten noch Nintendo zutrauen. Obendrauf hat die gleiche Website im Vorfeld der Switch OLED ebenfalls einen Artikel online gestellt. In dem schreiben sie zwar von der Switch Pro, allerdings auch, dass sie ein OLED-Display haben wird, das die Bildschirmränder viel kleiner macht, dass der Kickstand auf die gesamte Breite der Konsole vergrößert wird und dass ein Ethernet-Port ins Dock kommen wird. Gleichzeitig reden sie aber auch von 4K-Auflösung und zwei USB-Anschlüssen im Dock, was dann wieder Unsinn ist. Die Switch OLED hat nämlich gar keine USB-Anschlüsse im Dock und 4K kann sie erst recht nicht. Ihr seht, eigentlich haben wir das Ganze beim ersten Lesen ziemlich belächelt. Als wir uns aber reingearbeitet haben, waren wir uns nicht mehr ganz so sicher, ob die Webseite hier wirklich nur Seemannsgarn spinnt. Deswegen geben wir dem Ganzen doch noch die Unschuldsvermutung mit, genießt dieses Gerücht allerdings mit einer sehr, sehr, sehr großzügigen Portion Vorsicht. Und damit sind wir am Ende unseres Gerüchtemenüs für diese Woche angekommen. Habt ihr noch Hunger? Dann lasst uns ein Abo da. Den Nachschlag gibt's wie immer jede Woche Dienstag hier bei PC Games.